Du möchtest dein Team erweitern und online neue Mitarbeiter oder Vertriebspartner gewinnen? Kein Problem, wir haben hier die richtigen Tipps für dich, um erfolgreich neue Kunden oder auch Mitarbeiter zu rekrutieren. Und zwar, wie kannst du es schaffen, diese neuen Mitarbeiter für dich zu gewinnen? Als erstes nutze natürlich Jobportale und Karriereseiten, veröffentliche deine Stellenanzeigen auf bekannten Jobportalen wie Indeed, LinkedIn und Xing. Und so kannst du es natürlich schaffen, dass die Leute dich da draußen wahrnehmen und schon mal etwas sehen. Heißt, Sichtbarkeit ist dort das Stichwort. Beschreibe dort natürlich die Position detailliert und hebe natürlich auch die Vorzüge dieser Stelle bei dir heraus, was natürlich die Kandidaten bei dir erwarten können. Zweitens, sei aktiv in den sozialen Medien. Heißt, nutze deine Präsenz in den sozialen Medien wie LinkedIn, Facebook, Xing, Instagram, um auf offene Stellen aufmerksam zu machen. Teile interessante Inhalte über dein Unternehmen und auch über die Arbeitskultur, um das Interesse potenzieller Kandidaten zu wecken. Auch wenn du jetzt noch nicht richtig auf Social Media aktiv bist, ist das kein Problem. Du kannst jederzeit damit anfangen. Jeder hat mal gewonnen. Drittens, biete flexible Arbeitsmodelle, wenn möglich, flexible Arbeitszeiten, Remote-Arbeit, andere Benefits. Das ist das, was heutzutage attraktive Anreize sind für viele Bewerber. Und betone diese Möglichkeit auch in deinen Stellenanzeigen und auch im Bewerberprozess, um talentierte Kandidaten anzulocken. Sonst natürlich, Employer Branding bedeutet eine Marke bilden nach außen, eine starke Arbeitgebermarke aufbauen, sodass potenzielle Mitarbeiter das auch anspricht, dass du die A-Player auch anziehst. Zeige, was dein Unternehmen einzigartig macht und warum es sich lohnt, ein Teil deines Teams zu sein. Dazu kannst du auch bestehende Mitarbeiter als Testimonials nutzen, die Mitarbeitergeschichten oder Unternehmensvideos für dich drehen, wo sie einfach darüber berichten, wie es ist, mit dir bzw. bei dir zu arbeiten. Sonst gibt es natürlich auch die Möglichkeit von Mitarbeiterempfehlungsprogrammen, dass aktuelle Mitarbeiter andere Mitarbeiter anwerben und dafür etwas geschenkt bekommen, um so neue Talente für dein Unternehmen zu gewinnen. Sonst ist natürlich auch immer eine gute Möglichkeit Kooperation mit Hochschulen oder Universitäten oder auch Ausbildungsbetrieben, wo du auch Kontakte knüpfen kannst, um darüber weitere Werkstudenten oder auch Praktikanten oder auch welche, die in Teilzeit vielleicht erstmal anfangen und später hauptberuflich bei dir anfangen, um die so gesehen zu gewinnen. Denn das ist eine großartige Möglichkeit, talentierte Nachwuchskräfte einfach für dich zu gewinnen und da auch langfristig natürlich Beziehungen aufzubauen. Sei einfach transparent dann auch im Bewerberprozess. Stelle wirklich sicher, dass der Bewerberprozess transparent ist, dass es auch wirklich einen Prozess gibt, dass es fair abläuft, dass alles genau aufeinander folgt. Denn Bewerber sind nichts anderes als Leads da draußen. Deswegen musst du ganz klar die Erwartungen und die Anforderungen auch an die Position, an die Bewerber richten und natürlich auch regelmäßig den Stand des Bewerberprozesses dir anschauen. Ist es aktuell, machst du den Bewerberprozess selbst oder macht ein Mitarbeiter diesen Bewerberprozess? Mit diesen Tipps hier bist du auf jeden Fall bestens gerüstet, um deine neuen Mitarbeiter oder auch Vertriebspartner online zu gewinnen. Jetzt geht es natürlich um die Umsetzung, dass du das auch in die Praxis bringst und das wirklich online bringst, dass du auch die neuen Bewerber und die neuen Anfragen dorthin gehen bekommst. Dabei wünsche ich dir ganz viel Erfolg und wenn du sagst, dieses Video hat dir gefallen, dann lass gerne ein Like auf diesem Kanal da, abonniere gerne meinen Kanal und schau dir weitere Videos zu diesen Themen gerne an.